alles läuft hier reibungslos, nichts staut sich, alles wird verbraucht. Das heißt, eigentlich müssten wir die Ratio jetzt erhöhen. Sowohl mehr Mining Drills als auch mehr Schmelzöfen. Oder halt einfach schnellere Schmelzöfen. Oh, Angriff. Okay, du bist kein normaler Roter gewesen, oder? Gib mir die Edelsteine. Okay. Also zwei Sachen. Zum einen brauchen wir Item Collector, damit die Gegenstände vor den Mauern aufgesammelt werden und dann nicht sich stapeln und eventuell verrotten. Ich weiß nicht, wie die Spielmechanik da ist, aber ich denke... Nee, obwohl, wenn Sachen auf den Boden fallen und es liegt schon was da, dann wird das ja so ein Kreis drumherum und immer größer. Das haben wir schon ein paar Mal gemerkt, als ich diverse Kisten aufgehoben habe. Oder ähnliche Container. Das heißt, es dürfte nichts verloren gehen. Es bleibt dann einfach hier auf dem Boden liegen, solange bis ich vorbeikomme. Das ist völlig okay. Was ich aber gesehen habe, der eine Route hier war nicht wie die anderen Routen. Der hat wesentlich mehr ausgehalten. Das heißt, wir brauchen mehr und oder bessere Türme. Die Laser-Turrets sind in der Mache. Okay, dann setz bitte die letzten Türme, die du hast, hier hin. Und wir haben eine ganze Wand aus Lasertürmen jetzt. So. Und ich baue jetzt eine verdammte dritte Mauer drumherum. Wenn der es schafft, durch eine Mauer durchzukommen und fast durch die zweite, und das war nur einer von denen, werden zwei von denen das schaffen, komplett durchzukommen. Und die Türme selber halten nicht viel aus. Das wäre dann Chaos. Das sieht echt ein bisschen übertrieben aus. Aber okay. MK2 Mauern wäre eine wesentlich bessere Idee gewesen, in meinen Augen. Anstatt einfach nur mehr. Aber es gibt halt kein MK2 bisher im Mod. Das ist schade. Gut, sei es drum. Repair Bots. Bitte hierher. Hier brauchen wir sie auf jeden Fall am dringendsten. Repair Packs hast du noch. Mauern hast auch noch ein paar. Gut, dann schnapp das Eisen. Spielerinventar voll. Und das kann hier hin. Das kann hier hin. Ja. Bin trotzdem gleich wieder voll, ne? Ja. Ich benutze dich mal als Mülleimer. Sorry. Du, weg, 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 weg. Yeah. 400 Draht weg. Komische Furnace weg. So. Sehr gut. Also jetzt würde ich ganz gerne dahin die Strommasten setzen. Das heißt, wir verabschieden uns kurz von hier. Setzen uns jetzt eine Tür durch die Dreiermauer hier. Schmeißen unseren Wagen auf den Boden, befüllen die mit Kohle, wie sich das für jedes Hightech-Fahrzeug gehört, und heizen in den nächsten See. Na komm. Na. Komm. Langsam fahren, nur ganz vorsichtig antippen. So, jetzt kannst du heizen. Das da ist nur wieder Limestone. Wir hätten echt eine andere Farbe für Limestone nehmen sollen. Aber Limestone gehört nicht zu Ditech. Deswegen haben die sich wohl nicht ordentlich abgesprochen. So, also von hier nach da unten. Irgendwo. Hier, stopp. Stopp, 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 stopp. Genau, hier parken. Die Roboter müssten jetzt angeflogen kommen und das Ding reparieren. Eigentlich. Aber die Construction Bots sind ja alle noch damit beschäftigt, den Wald abzureißen. So, okay. Dann baue jetzt bitte. So. Maximale Reichweite ist ziemlich lang bei denen. Und genau ist auch der Sinn dahinter. Da. Da. Ah, das könnte trotzdem nicht aufgehen. Oder? Doch. Aber relativ knapp. Lass mich durch. Schieße ich dich kaputt, Wald. Ich kann das. Ich hab dafür eine Schrotflinte. So. Dann kommen hier jetzt ein paar normale hin. Oder ein normaler noch hin als Trafo quasi. Und du baust jetzt... Was eine doofe Reichweite.
Okay, wir brauchen zwei davon. Bau bitte da einen hin und wir haben keine Stahlkisten mehr. Keine großen. Kein Stack große Stahlkisten, bitte. Da. Useless Sapphire Ore. Warum ist das nicht in der Kiste gelandet? Ah, da. Useless Ruby Ore. Okay, warum steht da Useless? Useless heißt sinnlos oder nicht zu gebrauchen. Heißt das, wir können das wirklich nicht gebrauchen und nur alle Jubeljahre kommt mal was Gutes dabei raus? Das ist jetzt nicht so schön. Ich guck mal ganz kurz in dem Ding hier. Crushed Chunks Raw Polished. Brauch Raw Diamond, brauch Chunks, brauch Crushed, brauch Diamond Ore. Ja, ich sehe hier nirgendwo Useless als Dingens. Aber da sind gute Sachen. Emerald Ore, Topaz Ore, Useless. Ja. Okay. Also es arbeitet schnell, aber 90% der Zeit kommt nur Schrott raus. Aber ich gucke, ob ich irgendwas anderes Sinnvolles noch damit anfangen kann. Es wird bei den Dietech-Sachen sein. Hier ist Wasser, nein. Also ich glaube, jemand hat in den Kommentaren mal geschrieben, man kann daraus Stein machen. Aus den Sinnlosen. Aber das muss ich dann gucken. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne noch ein so ein sinnloses Ding. Und zwar hier. Du kriegst dann noch eine Kiste und einen tollen Strommast. Und das Ding hätten wir jetzt gesichert. Also, dass die Ressourcen abgebaut werden. Apropos gesichert. Wenn jetzt Beißer kommen sollten und das Ding hier angreifen und sie machen die Kisten sogar kaputt, dann liegen die Sachen einfach auf dem Boden rum. Wirklich verloren dürfte an Ressourcen nichts gehen. Und das macht tierisch viel Smog. Hammer. Und da ist eine Basis, die kaputt muss. Okay. Das lassen wir laufen, weil halt nichts kaputt gehen kann. Dieser rote Fleck. Das Ding macht mehr Smog als meine gesamte Hauptbasis zusammen. Ich muss mir mal das Maus-Ober-Ding dazu gleich angucken. Aber Prioritäten, wir müssen erstmal Aliens platt fahren. Wo ist mein Wagen? Der ist hoffentlich repariert worden inzwischen. Nö, warum auch? Ich hätte nicht so viele Bäume auf einmal in Auftrag geben sollen, dass sie abgeholzt werden. Du, da, ihr, raus. So, Repair-Wagen. Swush, swush, swush. Ich hätte echt gerne die besseren Repair Packs. So, das muss reichen. Also rein da, nicht unsere Sachen kaputt fahren. Nicht unsere Sachen kaputt fahren. Schön weit rauscrollen. Gut. Und die Basis da muss weg. Bau mehr Repair Packs. Ah, da sind. Ja, drei rote und Würmer und was weiß ich. Nicht gut. Gar nicht gut. Haben wir Steine dabei? Ja, bau bitte mehr Mauern. Wir müssen nämlich unsere Hauptbasis jetzt auch dreifach verstärken. Wenn wir das schon bei unserer Erzaußenanlage da machen, dann sollte es auch die Hauptbasis haben. So, also Plan, wir fahren jetzt durch. Wir locken sie zu unserer Hauptbasis. Nein. So, lauf. Fahr, wie auch immer. Ja, nicht zur Kohlebasis. Genau, nicht zur Kohlebasis, kommt hier lang. Kohlebasis ist nämlich viel zu schwach. Piu. Zu. Was ist das? Ah, die haben gerade die Versorgung gekappt zu unserem Diamant-Ding da. Oh, oder ich habe das gekappt.
Ja. Weg, weg. Und tot. Okay, aussteigen. Zu knapp, viel zu knapp. Und ich habe wieder Sachen von uns kaputt gefahren. Bau bitte zwei neue davon. Da. Da. Versorgung steht wieder? Ich glaube schon. Okay. Ja, irgendwas ist nicht vorhanden. Das ist okay. Bau bitte Repair-Dinger. Wo warten wir? Nehmen dich einfach mit, setzen dich drinnen hin und warten dann, bis die Roboter fertig sind im Wald. Dann müsste das ja auch irgendwann gebaut werden. Wir brauchen viel mehr Türme hier unten. Das Ding ist schlechter verteidigt als unser Außenposten da hinten. Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Setz den Wagen bitte mal hier hin. Er darf auf keinen Fall gefahren werden. Deswegen tue ich auch keinen Sprit rein. Der soll einfach nur nach und nach repariert werden. Okay, Mauern. Ja, das war jetzt nicht besonders viel. Aber na gut. Gehen wir runter. Also es ist auf jeden Fall spannend mit anzusehen, wie die Beißer nach und nach stärker werden. Und wir halt versuchen müssen, damit klarzukommen. Durch Dreifachmauern und irgendwann Vierfachmauern. Irgendwann Fünffach, vielleicht Sechsfach, Zehnfachmauern und Snipertürme. Ich glaube, darauf läuft es echt hinaus. Weil dann sind irgendwann nur die Snipertürme, haben eine hohe genügende Reichweite, um über die riesige Mauer zu schießen, die uns vor den Beißern schützt. Das ist irgendwie ein bisschen krass, aber okay. So, Kupfer staut sich ganz schön. Dann nimm doch bitte mal wieder das hier. Das machen wir immer wieder und dann wieder doch nicht, aber... Oh, warte. Ich hätte eigentlich ganz gerne dafür eine große Kiste. Ich habe kein Eisen. Warte. So, ich habe Eisen. Eine große Eisenkiste. Die baust du bitte dahin. Du nimmst jetzt immer nur von unten? Weiß ich gerade gar nicht. Weg. Ich hätte gerne ein normales Ärmchen nach da und ich hätte gerne ein halbes Ärmchen nach da. So. Damit die Dinger hier oben schön durchgehend arbeiten können. Okay. Ich habe viel zu viele Kupferplatten. Die könnte ich mal bei der Chipfabrik reinschmeißen. Ne, bei der Drahtfabrik. Da, 200. Da 200. Das geht irre schnell. Ich glaube, ich könnte daneben stehen bleiben währenddessen. So. Blaue Module habe ich. Blaue Chips habe ich vergessen abzuholen, um zu gucken, wie viele wir da inzwischen haben. Speed-Module. Ja, Speed und Produktivität. Das sind momentan so wirklich unsere Hauptabnehmer. Ich hätte dafür ganz gerne Fabriken. Also ihr habt Bitschönkisten, ne? Ja, habt ihr. Okay, dann baue ich jetzt hier hinten irgendwo, wahrscheinlich einfach hier, zwei gute Fabriken auf. Oh, warte mal, ich kümmere dafür. So. Mach das mal weg und mach das mal neu. Dann müssen die Module nicht gebaut werden. Dann ich baue jetzt zwei Fabriken hin, die jeweils eine Gib-mir-Kiste haben. Da und da. Und ein Ärmchen und ein Ärmchen. Und die macht dann einfach aus den MK1-Modulen MK2-Module. Mehr nicht. Da. 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 Und den kriegen die rechts eine ganz normale Eisenkiste. Oder Stahlkiste. Genau, Stahlkiste. Kriegen da ein Ärmchen. So, was brauchst du für die MK2 davon? Du brauchst Eisen, Stahl und grüne Chips. Gut. Nicht gut. Ja. Also wir könnten es von Robotern hier rüberfliegen lassen, aber nein. Das war von mir nicht gut genug durchdacht. Die Dinger müssen ebenfalls hier unten mit hin.
Das ist wirklich unsere Hauptader hier. Warte. Warte. Ich könnte mal wieder ein bisschen umbauen, ha? Warte mal, haben wir die Basis da oben eigentlich zerstört? Nee, ne? Ich sehe da wieder neue Spawner stehen. Das ist nicht gut. Das wird immer größer. Also ich überlege gerade, ob ich die Zeit habe, mich jetzt hier hinzusetzen und das Ganze ein bisschen besser zu strukturieren. Also das Ding zum Beispiel wegzumachen, dass das alles unterirdisch hier lang läuft und den hier schon, also die Fabrik dann nach hier zu verschieben und hier dann die MK2-Dinger hinzubauen. Weil das nicht ganz so wichtig ist.